So, wir kommen wieder zu Let's Dance FIFA 13 mit dem Daniel. Nein, Quatsch. Wir kommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Together FIFA 13. Wir spielen Chelsea London gegen Arsenal. Chelsea, das ist der Christian. Ich, also der Tim. Und wir spielen gegen Arsenal. Das ist natürlich der kleine Dancer Daniel. Yeah. Und dabei noch der Sebastian. Servus. Dann gehen wir mal rein in die Partie. Von Augenhöhe sprechen, von absoluter Ausgeglichenheit. Aber das könnte ja spannend werden. Was hast du denn so aufgestellt eigentlich? Ja, warte ab. Bin ich ein Helden. Das war der Anpfiff des Schiedsrichters. Das ist mein Ball, sagt Jetzt schick mich. Und du. Jetzt gibt's eine Möglichkeit für Cassola. Boah. Ja, das gibt einen Eckball für den FC Arsenal. Ist gut. Oh. Oh, Masse. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Haben wir. Oh. Was ist denn das? Warum geht der denn? Gar nicht zum Ball. Schlecht aus im Ansatz, ne? Der Konter. Aber jetzt ist es. Oh, den Babar aufgestellt. Den Babar macht sich schon warm. Oh. Sicher in der Ballbehandlung. Er grätscht hinein. Holdi, bring ihn. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation... Was ist denn hier los? Holdi, eine nach dem anderen. Peter Cech räumt die alle ab. Boah, der hat ihn gehalten. Ja, das habe ich auch gesehen. Dann geht er da durch. Ja, was ist denn das? Gegen zwei Leute kann er sich durchsetzen. Super Ding. Schade. Den holt sich der Keeper. Der war gut. Er war nicht gut. Spitzenmäßiger. Der ganz frei. Dieser im Ansatz gut aus die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Ach, da war ich hin. Ich verstehe es nicht. Oh. Wilshere. Oh Mann. Lukas Podolski will den Ball nicht verlieren. Ganz sicher, Mann. Oh, klasse, wo die waren mit da. Du hast Platz, du hast. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Zwei Mann in der Mitte. Er versucht den Ball, aber auch zwei Mann bei dir. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Torchance entwickeln. Jo, ja, sehr schön. Oh! Und nun Lukas. Das hasse ich so an dem Game. Guck mal jetzt. Jetzt hat er den Platz. Der Wahnsinn. Was? Jetzt mach ihn. Dies. Paul. Das ist ein Foul war. Stark gemacht. Gut geflankt. Meine Fresse, ey. Und jetzt kann der Torwart sich gleich den Ball zurück. Eckball eigentlich, aber egal. Nee. Auch der Schiri ist ein Mensch. Schnell gespielt. Aber der Gegner ist am Ball. Koscielny. Sanja. Walcott. So sieht ein Pass aus. Ah, oh, das war doof. Na, vielleicht doch noch gut. Attacke. Was denn der Tor ist? Das ist langsam. Es gibt doch nicht mal irgendeine Karte. Das ist doch schon... Es ist ausgerutscht. Was war das denn? Sicher hat er das gemacht. Auch nicht gewusst. Ja, schön. Ja. Oh, der hat sich schön gesenkt. Hat der hat eine interessante Flugbahn eben gehabt, der Ball. Oh, der ist gut. Oben. Ja. Da entwickelt sich. Walcott. Den hat er verzogen. Der geht ja wirklich hin und her hier. Was ist hier los? Vogel will. Nein, noch 0-0, ey. Daniel spielt mit. Das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Oh, was? Ey, Daniel! Was los? Ja, da fiel er schon wieder an mit seinen kleinen. Lass ihn doch machen, ist nichts passiert. Wenn man ein Pass spielt. Ja, das könnte was werden. Ach. Ja, und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam.
Oh, jawohl. Ist gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Er geht durch. Prima angenommen. Ey! Jetzt! Ey, bring ihn! Ja, mach ich doch mal gerne die 100 Meter. Das ist ein Foul! Jetzt gibt da Foul, Mann! Das ist ja wohl ein Witz! Lächerlich! Kann er nur Foul. Ey, was ist denn hier los? Was ein Scheiß, ey! Jetzt der Ball in den Ball. Jere trägt sein Teil bei zu diesem Spiel, ey. Nasenl-Trikot auf jeden Fall mal geschenkt bekommen, irgendwann mal. Oder hat Sam so irgendwas versprochen? Boah, schade. Ja, da kommt der Podolski, auf einmal kann er rennen, ja? Der kann die ganze Zeit rennen. Der kann noch nie rennen. Gedauerte Angriff. Der Gegner ist schon wieder im Besitz der Kugel. Ja, jawohl, super. Kräfte, muss man an der ja, und jetzt nur Ball weggetreten. Genau, so muss das sein. Klasse Ball. Das ist es! Was ist das denn gewesen? Wer war das denn, ey? Wer hat ihn denn so daneben gesenkt, ey? Das war der Mata und der geht weg. Der Baba ist jetzt schon an der Linie. Was, Mata um die 10, oder? Egal, wer das war. Oder war das Oscar? Ich hab keine Ahnung. Ja, Oscar ist cool, den kannst du ruhig drin lassen eigentlich. Aber ja. Das war ja eben ein Witz. Ja, so kann es weitergehen. Und jetzt! Hat, mal, Christian! Das Bällchen ist noch ja, was? Jetzt mach ich's! Ja! Oscar! Ach, ein Flachschuss! Ein unhaltbarer Flachschuss! Scheiße, kenn den Ball nicht mehr. Hazard! Ja, oder Hazard? Ja, heißt ja, glaube ich, Hazard. Ist ja Hazard, genau, weil er Baker ist. Ich glaube, das sage ich in jedem Let's Play, wo der vorkommt. Der ja, und er ist nicht der Schwiegersohn. Nicht der Schwiegersohn von Maradona. Jawohl! Ja, jetzt könnt ihr aber wieder wegdrücken da. Er geht nicht. Ach, irgendwas geht nicht. Taste hängt. Taste hängt, ja. Liegt hier vorne. Oh. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ah, da ist er schon gestartet. Durch! Oh, was ist denn da los? Der hat es. Oh. Dampf drüber getätschelt. Oh, was ist denn das hier? Oh, jetzt eine Ballkontrolle. Oh. der Mann kann wirklich einen Ball runterholen, aber nicht passen, ey. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Da haben sie sich so, jetzt läuft der Zug wieder. Terry. Und der Steilpass, der kommt nicht an. Boah! Das ist kein Foul! Das ist kein Foul! Wenn es eine Karte gibt, ne, das ist lächerlich. Lächerlich. So macht man Selbstbewusstsein. Was ist denn da los? So macht man das Selbstbewusstsein von jungen Spielern kaputt. Schon klar. Was machst du denn, Sebastian? Was mach ich denn, ey? Toller Pass! Jetzt! Schuss und! Ah! Es wird Ecke geben für Chelsea. Eckball! Der kommt jetzt punktgenau. Juan Mata, der Spezialist für sowas! Boah! Drauf! Tor des Monats! Geht er rein! Oh! Nix! Ja! Hey! Mikkel! So ein Lack kann man doch gar nicht haben, ey. Jedes Mal springt der Ball wieder vor die Beine. Hör mal, nicht wir haben den Ball zur Ecke geköpft, sondern ihr. Dann müsst ihr euch Vorwürfe machen. Der Köpfe haben wir den ja auch nicht sein. Und nun Lukas Podolski. 2:0, ey. Noch vor der Halbzeit. Das so, Halbzeit. Ein da gehen wir gerne rein. Aber es so, mal, jetzt mal ernsthaft. Tor ist raus und den Baba rein. Rückstand zur Pause. Nicht richtig schön gearbeitet. Nein, ja, die Spielstatistik habe ich leider. Ach, ich sehe, egal. Sebastian nimmt ja auf. Ja, genau. Ja, die Spielstatistik sagt einiges. Chelsea ganz klar besser. Danke. Danke. Ja, da wird sich auch noch einiges dran ändern, muss ich mal sagen. So, zweiter Halbzeit kann losgehen. Also, Fernando Torres bleibt jetzt draußen. Dembaba ist drin. Seine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Beim Oscar müssen wir aufpassen, der hat Geld. Er versteht sich mit dem Schiri auch nicht so gut. Weil er ein blaues Trikot anhat. Weil er ein blaues Trikot anhat. Ey! Giroud, ja, der kann nichts, der ist sowieso im Formtief, ey. Der Ball geht jetzt aus, Ecke für Arsenal. Oh, das war wäre beinahe gewesen. Da war 6er von euch, nicht der Giro. Hatten die 6 bei euch? Mittelfeld, oder? Ey! Keine Ahnung.
Wie, keine Ahnung, ich denke, du spielst gerne mit Arsenal, da weißt du nicht, wer die Nummer 6 hat. Zeigt der Trainer an, die Gäste sollen den Druck nach vorne erhöhen. Mach doch dran! Was ist denn hier los? Oh, jetzt aber Traumaufpass! Und das wird den Wie gut war das denn, ey? Mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Ja. Und wir können tanzen, ohne die Knöpfe zu benutzen, ey. Miguel, der hat Miguel. Der will, der hat vor. Was macht der denn da oben? Ist ausgelaufen. Komm, da geht der mal, jetzt läuft er mal drauf. Ne, er geht zu weit, ein Tick. Ah, schade. Egal, aber das ist jetzt schon. Oh! Ja, hat heute der Torwart hat auch hier den Druck, spürt er. Der Steilpass gut gesehen. Als Überraschungselement. Manchmal auch für die eigene Mannschaft. Ey, das ist für mich ein Foul. Und wenn die jetzt den Foul bei euch geben. Also, ich muss mal sagen, ey. So, Mikel, der hat ein Füßchen für solche Situationen. Da müsste der Referee jetzt mal eingreifen für meine Begriffe. Die Mauer macht, was sie will. Ja, komm schon! Der Mauer! Der Mauer! Gibt's doch gar nicht, ey. Traumhaft! Wieder lässt der Kick quasi rein. Aber was, ey, wie ja, das schön der das auch mal ist. Das ist kein Abseits gewesen, ganz klar. Ganz klares Abseits, ja genau. Na bitte, und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns das nochmal anschauen. Es steht sowas von alleine im Abseits vorne, ey. Wenn diese Flanke nicht verwertet worden wäre. John Terry. Ist ja noch nicht Ende. Der kann alles genau. Können wir noch ein paar durchgehen. Klasse, und das wieder Ball. Ah, der will aber jetzt. Jawohl, läuft noch, läuft noch. Ja, das hat er kommen sehen. Ball immer wieder, Sipsali. Und den! Einen Tick niedriger angesetzt, den Ball. Oh, Mann. Da war mit Sicherheit drin gewesen. Heißt Pep drin hier. 10 zu 5 Torschüsse, also das sagt alles. Oh, jetzt haben wir Abseits. Nee, kein Abseits. Wer war's? Ja, ey, ich kann da gar nichts machen, ey. Da wollte er zu viel. Zweiflung ins Gesicht geschrieben. Aber der Torwart, der ist heute nicht zu bezwingen. Exzellent, Manni, exzellent. Klasse, Mann. Und das macht lang. Er richtig gut. Die Fans was ist das? Oh, hey. Pfosten. Und. Auch nicht verdient gewesen. Und der kommt genau an. Jetzt. Achtung! Abgefälscht. Oh, geht er da nicht hin? Der braucht er nicht. Torwart konzentriert nicht. Sich auf diesen Eckball. Oh, ganz frei in der Mitte. Hau weg, was hast du? Achso. Du warst, löst man spielerisch. David Lewis geht mit Tor. Guter Pass. Geht raus. Links ist jemand mitgelaufen. Oh. So zerstört Schade. Man das Angriffsspiel des jetzt Gegners. Oder oben. Da freut sich der Trainer. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Achtung! Jawohl, 10 genug. Ey, was war das denn? Er kann mal zum Baller nehmen, ey. Platzfehler. Und er bekommt Hilfe. Wer besaß den Ball? Nix. Wie lange? Ja. Die Ballbesitzstatistik. Hier sogar hoch. Ball wird drüber gelegt. Oh, klasse. Und jetzt. Oh, schade. Also noch ein Fuß dazwischen. Profitiert. Sieh hier. Jetzt erhöht den Druck. Das Arsenal-Team ist auch platt. Sind viel gelaufen, vor allem den Ball hinterher. Ein sehr schöner Pass. Wow, ja, und wenn dann noch jetzt was in der Mitte abgeht, dann sind wir noch schlechter. Ein Wunder, ein Wunder. Und dann macht das Spiel schnell. Ja. Jetzt ja. Mehrere Na, warum fließt denn nach oben? Mitte. Ja, da war Daniel auch schon wieder rausgelaufen mit dem Torwart. Ja, entscheidet auf Einwurf. Frank Lampard am Ball. Das ist bescheuert, wie die da teilweise die Bälle da mitnehmen, gell? Ja? In die Mitte, ja. Oh, was für ein Pässchen! Hey. Was für ein Pässchen! Da kommt die Chance für Chelsea! Nein, Foul! Das ja. ist ein Elfmeter! Ganz ja, Elfmeter. Sicher, ey! Hör auf zu spinnen, ey! Weil wo du Fußball spielen gelernt hast, ey! McDonalds oder was, ey! Stark gemacht! Ach, geil, ey! Das ist aber schön gefallen, gell? Oh, oh! Oh, oh! Oh, was? Der lag schon vorher. Der hat sich schon auf den Boden gelegt. Der weiß ganz genau, wie so ein Ball kommt in so einer Situation. Er hat da Erfahrung, bringt er mit, der Mann.
Ja, dem jungen Arsenal-Team fehlt die vielleicht auch noch ein bisschen. Was wieder Hazard? Was war da nochmal? Belgier, ne? Ja. Hier doch, komplett komm. Richtig. Oh! Aufgelaufen. Sebastian. Ja, jetzt machen wir den Baba. Lass es doch nochmal klingeln. Lass mal einen, wie Nils sagt. So, Eckball, den macht Oskar. Standardmäßig. Kopfball. Ja, warum denn nicht? Sicher. Wird nicht richtig angegangen. Noch 5 Minuten an Arsenal, um 3 Tore zu machen. Oh. Was? Das war der war gut. Hat aber einer verletzt hinten, hat er wieder ausgespielt. Wilshire. Den Daniel, diese Niederlage wird ihn jetzt fuchsen. Und da ist wieder bei einer Mitte. Nein! Ah, zu spät. Santi Casola reagiert. Löst sie vom Gegner. Bin doch. Also, Junge. Meine Fresse. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Schön. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Ein wunderschönes Zuspiel. Herrliche Flanke. Jawohl! Boah, Scheiße! Geht da voll das Risiko. Juan Mata hat schon alles das gesehen. Das war auch die Zuschauer da auf. Klasse, konsequent gespielt, aber da kann sich niemand schwindelig. Das sieht gut aus. Und die Situation ist. Und David Luiz, der bleibt da immer dran. Boah. Ey, oh, das macht er mit einer Hand, dann nimmt er die zweite gar nicht dazu. Greift er über hier. Oh, ja, das ist doch mal eine Antwort. Erstmal das richtig schöne Tor. Erste richtig schöne Tor. Er macht den Robot, hast du das gesehen? Ja. Keine Bedeutung mehr. Mein Dating-Style, Mann. Ja, das ist klar, dass die Wende in dieser Partie. Der Wechsel spielt auf die Eier. Frank Lampard am Ball. Doch, und da ist es das gewesen. Ja. 3-1 verdient. Überaus verdient. Schwindelig getanzt. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Macht euch doch nicht verrückt, Jungs. Boah, guckt mal an, 14 zu 8, 12 zu 7 habt ihr nur. Da ist natürlich auch der Unterschied zu sehen. Auch aus, Mané. Egal, ob's um was ihr habt auch eine bessere Passgenauigkeit. Das haben wir wettgemacht, indem wir Tore gemacht haben. Ja, ja, das ist in Ordnung. Weiß nicht, jeder, oder? Den Ball hinten rumgeschoben. Ja, und ihr habt auch mehr Ecken, dafür weniger reingemacht, wa? Also, die Statistik ist einfach gegen euch. Gut, vor allem in den Zweikämpfen sind wir ganz, ganz vorne. Wir sehen uns heute auch noch eine Reihe, dann sind wir vorne. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.